Hallo und herzlich willkommen zurück bei Technomage. Beim letzten Mal waren wir hier gerade auch angekommen bei diesem Irrgarten und fanden heraus, dass diese Fee hier ihren Weg nach Hause nicht mehr bestreiten kann, da in diesem Labyrinth Mantis sind. Darum haben wir uns doch entschieden, ihr zu helfen. Okay. Oh, wir kommen weg, vielleicht ist von The Shining. Zum Glück ist es ja nicht Winter. Komm, Mantis. Auf die Fresse! Wow, manchmal mache ich einfach null Schaden. Das verstehe ich übrigens voll nicht. Wieso das der Fall ist? Selbst Pflanzen hier greifen uns an. Warum? Seht ihr? Null Schaden. Manchmal mache ich ihnen einfach gar keinen Schaden. Was ist das? Warum? Kann doch nicht sein. Gamebreaker hier. Warum sind die einfach nur Steine im Irrgarten? Ich meine, die Sitzbänke hier verstehe ich noch, aber einfach so Steine? Oh, das sind das Grabmale von Toten, die nie mehr rausgekommen sind. Da ist noch ein Mantis auf der anderen Seite. Kann ich durch die Wände zaubern? Es funktioniert. Schön, dass das Ding noch so viel Flächendamage macht. Sehr schön. Oh. Das war Absicht. Ich ging wieder zurück zum Anfang. Okay, machen wir mal bitte Fortschritt hier. Oh, auf die Fresse. Ah. Ich find's immer noch schön, wie er so schön steht. Ah! 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 Vielleicht haben sie mich nur berührt, aber. Ah! No! Don't do it! I'm a virgin! ey! Fuck this game. Was mache ich hier eigentlich? Bin ich so unfähig? Sehr wahrscheinlich. Ah, komm schon, wir müssen doch den Durchgang finden. Aber natürlich auch alle Mantis töten, damit auch unsere Fee durch kann. Und nicht nur ich. Ich meine, so egoistisch sind wir jetzt ja auch nicht. Hier ist ein Tor. Mein Plan hier nachzuurteilen, geht hier aber doch nicht weiter. Oder etwa doch? Was für ein Bullshit. Oh, what the fuck. Okay, wisst ihr was? Nee, das gefällt mir gar nicht. Ich möchte zuerst auch alle Mantis in diesem Labyrinth töten, oder? Mal schauen, was wir hier außerhalb... Ey! Außerhalb des Labyrinths finden. Wahrscheinlich nix. Ein Haufen... Oh. Ist das etwa hier noch eine Festung? Was läuft denn hier? Überall die Kobolde. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Für irgendwas habe ich ja Magie. Hier! Oh, scheiße! Das ist gar nicht Magie. Ich Idiot. Hier! Die sterben so schnell. Sehr praktisch. Und Tränke bringen sie uns auch noch. Wow! Wow! Dieser Wirbelsturm ist fucking genial. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal, glaube ich, gespielt habe, habe ich nie diesen Wirbelsturm genommen, weil ich dachte, er sei nutzlos. Aber meine Fresse, der Vergleich vom Damage hier ist abartig. Den sollten wir viel öfter benutzen. So, hier kommen wir ziemlich gut durch. Warum haben sie sich hier angehäuft? Kommt schon. Schön der Reihe nach. Die verstecken sich hier alle in den Häusern. Oh Gott, Pflanzenbeschuss! So, gleich haben wir es geschafft. Die Tränke haben uns noch sogar wieder auf einen guten Standpunkt gebracht, vom Leben und Mana her. Oh Gott, wir glitschen hier noch durch die Wände. Und in den Sumpf. Also was haben wir denn? Trumpftrank ist einfach nur ein Item, den können wir sowieso nicht benutzen. So, Ding. Mit dem können wir nur in das kleine Land. Ist hier auch eine durchsichtige Wand? Das ist doch genau die gleiche Textstelle, die auf der anderen Wand war. Aber warum gibt es hier zwei Dörfer? Weil ich war jetzt hier und hier ist dementsprechend auch noch eins. Also, Dörfer. Die haben sich hier einfach niedergelassen. Wer weiß, ob das überhaupt Dörfer sind. Haben die überhaupt Kinder? Oh mein Gott. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, was ich hier überhaupt tue. Ich zerstöre Familien. Ah. Mehr oder weniger. Missgeburten. Okay, whatever. Was wir eigentlich hier tun sollten, haben wir aber immer noch nicht gemacht. Nämlich alle Mantis aus diesem Labyrinth getötet. Hey, wo kommst du denn her? Piss dich. Oh, das war die Wand. Okay. Also, wir müssen hier auf der rechten Seite noch irgendwie durch. Mal schauen, ob es hier noch einen Weg gibt, den wir noch nicht bestanden haben. Aha! Hier sind Mantis. Was scheiße. Dankeschön. Möglicherweise hier entlang. Ja, das sieht gut aus. Oh!
Da ist schon wieder so ein Krabbelvieh. Kombi-Tränke for the win. Woo. Noch eine Pflanze. Und Kombi-Tränke. Das muss ja dann wohl das Land der Kombi-Tränke sein. Na gut, hier haben sie die ja, glaube ich, auch erst eingeführt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher schon Kombi-Tränke hatte. Zumindest nicht im Hive, oder? Was ist mit dieser Spinne gerade los gewesen? Springt hier rum, als wäre irgendwie was auch immer los. Oh, einen auf Epileptischen hier machen. Komm her! So, geschafft. Der Irrgarten ist jetzt wieder sicher. Aha, danke Spiel, dass du mich sogar daran erinnerst. Am besten gehe ich zurück und erzähle es der Fee. Die wird sich freuen. Nur finde ich den Weg überhaupt wieder? Oh, hier ist ein zweiter Eingang. Klasse. Du bist wirklich ein toller Kämpfer. Jetzt kann ich endlich zu Dahlia zurück und meine Wunden versorgen. Nimm diesen Kuss als Dank und pass gut auf dich auf. Und falls du meine Herrin Dahlia einmal besuchen solltest, da bin ich mir sicher, dass sie dir auch gerne einen Gefallen tun wird. Oh, sie mir auch. Okay. Experience Points. Nice. Okay, aber der feuchte Kuss hier war jetzt nicht wirklich das wert. Ich dachte, da würde ich schon mehr Haut zu sehen bekommen. Aber das ist jetzt auch egal. Ich habe Wichtigeres zu tun. Nämlich Kobolde zu töten und Familien zu zerstören. Auf geht's! So, hüpfen wir hier mal zu diesem Dorf noch rüber. Magie! Oh, verdammt nochmal, nein! Ich mach immer meine Fähigkeit, also meine Itemfähigkeit, anstatt scheiß Magie zu aktivieren. Oh Gott! Beinahe wäre ich tot! Nein! Please no! Hier, Magie! Oh Gott! Noch beinahe in eine Pfeile reingetappt. Hier fliegen noch die Pflanzensamen. Das klingt übrigens gar nicht richtig. Hier, Magie! Sterbt! Von einem giftigen Tornado, wie auch immer ich dann... Ja, das ist eine Zauberwelt. Ich sollte das einfach akzeptieren. Okay. Dann ist jetzt dieses kleine Dörfchen hier auch ausgerottet. Aber ich höre hier was. Was ist das? War da nicht so ein Stöhnen? So ein... Ich weiß nicht, konntet ihr es hören? Oder war das Einbildung? Wollt ihr mich verarschen? Ah! Ach, das war nur eine scheiß Eule. Wollt ihr mich komplett verarschen hier? Also, gut. Hier geht's gar nicht so lang. Amber, hold up. Seit wann ist das hier? Das hab ich gar nicht gesehen. Shut the fuck up. Ich weiß, es ist Abend. Warum habe ich das gar nicht gesehen? Aber auf meiner Map ist es verzeichnet. Okay, gehen wir mal nachschauen. Ist hier noch ein Haus? Und wenn ja, warum? Kann ich hier hinten durch? Ja! Kann ich. Was ist denn hier? Ey, hier ist noch ein kleines Zajelon. The fuck? Okay, sehen wir mal nach, was hier passiert. Einfach so versteckt, tief im Wald. Was ist hier los? Feuchter Furz! Oh ja. Warum ist mein Cape größer als ich? Alles klar. Oh, ich verstehe. Es ist genau wie das in der Bibliothek, wie bei dem Winter-Zajelon-Teil. Da war die Meisterin des Winters. Hier ist die Meisterin des Frühlings, nehme ich an. Hallo? Hallo, Melvin. Schön, dich zu treffen. Mein Name ist Dahlia. Und ich bin die Meisterin des Frühlings. Tolles Echo. Sarina, meine Gehilfin, kann nicht durch den Irrgarten. Ich würde ja selber gern losgehen, um ihr zu helfen. Doch meine Kräfte schwinden durch die Nähe des Flussvergifters. Des Flussvergifters? Könntest du ihr nicht helfen? Ich würde mich freuen, dich danach wiederzusehen. Ich habe ihr geholfen. Hallo, Melvin. Bäh. Natürlich kann ich mich an mein Versprechen erinnern. Für deine Mühen und weil du meine treue Gehilfin Sarina gerettet hast, gebe ich dir eine meiner Frühlingsblumen. Wuhu! Wir sammeln Blumen. Amulett der Magie? Es verstärkt alle deine magischen Sprüche. Somit wirst du nun ein noch mächtigerer Zauberer. Beeile damit mein Zauber noch stärker? Denn du bist unsere letzte Hoffnung. Bin ich das? Dankeschön. Willst du mich verarschen? Werte Zaubersprüche auf. Heißt es mal, mein Wirbelsturm macht noch mehr Damage? Alter.
cool. Wir haben jetzt die hellgrüne Frühlingsblume von der Meisterin des Frühlings und die blaue Eisblume von der Meisterin des Winters. Jetzt fehlt dementsprechend nur noch Sommer und Herbst. Ist das wahr? Die ist auch hier so toll bekleidet. Mit ein paar Blätter. Mit den Brüsten. Whatever. Ah, ich nehme jetzt mal an, hier ist doch wieder ein bisschen Lua versteckt. Ein eigenartiges Buch. Ich kenne die Sprache nicht, in der es geschrieben ist. Ah, bla bla bla. Du kannst sowieso nichts lesen. Und hier, natürlich kannst du das hier wieder lesen. Aufzeichnung des letzten Frühlingsorakels. Möchtest du wissen, was dem Feenwald bevorsteht? Ja. Vor langer, langer Zeit, noch bevor wir Feen uns hier richtig angesiedelt hatten, hat schon einmal eine böse Kreatur das gesamte Leben des Waldes auszulöschen gedroht. Niemand weiß mehr, was damals genau geschah, aber in den historischen und mythologischen Aufzeichnungen aus dieser Zeit gibt es viele Hinweise darauf. So muss es zu diesen Zeiten einen großen Krieg auf Grotes gegeben haben. Und es gibt auch Hinweise auf einen Flussvergifter, den sie erwähnt hat und so. Laut den Überlieferungen war er scheinbar einer der mächtigsten und gemeinsten Gegner dieser Zeit. Toll, dass die ihn als Gegner hier beschreiben. Nun, so scheint es, kommt er zurück. Back at it again with the Flussvergifter. Und mit ihm kamen all diese widerlichen Biester, die inzwischen den Wald unsicher machen. Ah, von dem Wichser her kommen also die Kohle. Aber das Frühlingsorakel hat uns auch die Ankunft eines jungen, wagemutigen Helden angekündigt. Mich, der vielleicht eine Chance haben wird, das Böse aus dem Wald zu vertreiben, denn dieser junge Fremde trägt nicht nur die Agilität der Jugend und der Zukunft in sich, sondern auch die Weisheit längst vergangener Generationen. Ja, das stimmt. Ha, welche Weisheit. Die Symbiose der Feen und der Bienen. Möchtest du wissen, was beide verbindet? Irgendwie ist es so still hier, das ist unheimlich. Hier im Wald sind die Bienen und die Feen schon vor unzähligen Mondzyklen eine sehr gut funktionierende Lebensgemeinschaft eingegangen. Da die Feen über keinerlei Waffen oder Zauber zu ihrer Verteidigung verfügen und auf den Erzmagus als ihren alleinigen Schützer wenig Verlass ist, haben die Meisterin der Jahreszeiten und Cinnevar, die damals Prinzessin war, nach einer Möglichkeit gesucht, sich jederzeit auch im Flug verteidigen zu können. Gemeinsam hatten sie die Idee mit den Bienen. Das Bienenvolk brauchte ohnehin geschützte Orte als Brutstätten und reichhaltige Blumengärten, um sich ungestört der Honigherstellung hingeben zu können, was ihnen die Feen leicht bieten konnten. So haben die Feen den Bienen spezielle Bienenkörbe geflochten und es ihnen in Jelon und Zayelon so annehmlich wie möglich gemacht. Im Gegenzug haben die Bienen und ihre etwas aggressiveren Kolleginnen, die Wespen, sich bereit erklärt, jederzeit sofort auszuschwärmen, wenn sich eine Fee in Gefahr befindet und gegen einen Angreifer verteidigt werden muss. Außerdem versorgen sie noch ganz nebenbei Stadt und Dorf mit leckerstem Honig. Echtes Teamwork sozusagen. Coole Sache hier. Und wo sind jetzt die Wespen oder Bienen, wenn ja hier der Flussvergifter anscheinend am Werke ist? Nee, haben wir gelesen. Ist hier noch was? Eigenartig. Ein leeres Buch in einem Bücherregal? Oder hat hier der Autor vielleicht Geheimtinte benutzt? Ich kann's jedenfalls nicht lesen. Great. Toll für dich. Kobolde und Gorgors. Auszüge aus einer Studie. Möchtest du erfahren, was diese beiden so unterschiedlichen Rassen sind? Eint, was auch immer. Ja. Im Feenwald gibt es schon immer Kobolde, die dort ihren Schabernack und ihr Unwesen treiben. Seit vor wenigen Mondzyklen aber der Flussvergifter in dem Feenwald zurückgekehrt ist und aller Orten seinen zerstörerischen Einfluss geltend macht, sind auch die Kobolde wesentlich aggressiver geworden. Hatten sie früher eher planlos und zufällig andere Wesen des Waldes belästigt, so haben sie sich inzwischen regelrecht nach militärischem Vorbild organisiert, sogar einen Fort gebaut und greifen gezielt Fremde und Feen gleichermaßen an. Auch attackieren sie inzwischen die Gegner nicht mehr allein, sondern kommen auf riesigen Gorgors beritten daher. Ah, wahrscheinlich diese grauen Viecher. Die Anführer der Koboldstämme erkannten schon früh das Potenzial dieser riesigen, aber eigentlich gutmütigen Wesen. Von klein auf erziehen sie die Gorgors nun zu berserkerhaften Kampfmaschinen, die alles zertrampeln und zerstampfen, was ihnen in die Quere kommt. Schafft man es tatsächlich, diese turmhohen Geschöpfe zu Fall zu bringen, springt der Koboldreiter herab und greift Rigiros mit seinem Speer an. Zusammen scheinen diese beiden Gegner fast unschlagbar. Einmal Zaubertaste drücken und weg sind sie. Aber egal. Eigenartig. Ein Leben. Ach, das hat er schon mal gelabert. Hat sie noch irgendwas zu sagen? Ich habe viel für den nächsten Frühling vorzubereiten. Dazu brauche ich Ruhe. Wenn der nächste Frühling überhaupt jemals kommen sollte. Werde wahrscheinlich nicht. So, wir haben jetzt also einen neuen Ring oder ein Amulett sozusagen bekommen. Ah, das ist wert. So. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch weiterhin
jenseits dieses Labyrinthes rumstreifen. Vielleicht finden wir noch was. Oder? Warte, was sind die Quests? Hilf Sarina. Das haben wir gemacht. Ja, ich würde jetzt auch mal weiter hier da hinten nachsehen. Wo gehen wir überhaupt hin? Ja. Gut. Also wir haben jetzt zwei Blumen. Was wir damit machen sollen, ist uns immer noch unklar. Warum haben wir eigentlich immer noch eine Stimmgabel? Wir haben per Zufall zwei Stimmgabeln gehabt. Ich glaube, das ist eh ein Bug des Games. Das sollte, glaube ich, nicht vorfallen. Für was brauchen wir sonst noch eine Stimmgabel? Naja, whatever. Ey, ein Speicherpunkt. Und warum... Ey, ein Floß. Na, da fahren wir doch mal mit. Ein Zauberfloß. Cool. Warum auch immer dieses Floß hier ist und es sich automatisch bewegt. Oder auch nicht mehr. The fuck? Ey, und wo führt jetzt das hier hin? Ah, riskieren möchte ich es irgendwie schon. Okay, schauen wir mal nach, ob wir es schaffen. Ist hier was? Ey, noch ein Bromol. Oder ist das Bromol? So. Nein, das ist Horgen. Was willst du denn jetzt von mir? Ich bin der ehrwürdige Wächter dieser Inseln hier. Und normalerweise dürftest du mich gar nicht sehen können. Warum nicht? Du scheinst ein paar mystische Talente zu haben und... Ich rieche, dass du einen frisch gebrochenen Zweig kraftvollen Eichenholzes bei dir hast. Wenn du möchtest, kann ich dir einen Bogen daraus machen. Ja. Was hältst du davon? Oh fuck yeah, gib mir den Bogen. Natürlich hätte ich gerne einen Bogen. Hier, nimm ruhig den Zweig. Ich bin sehr gespannt. Wow. Das ist der nun awesome. Ein ganz spezieller Bogen. Glaube mir, es ist eine hervorragende Waffe, die ihre Pfeile schnell und sicher ins anvisierte Ziel sendet. Achte jedoch immer darauf, genügend Pfeile bei dir zu haben. Ich kann dir Pfeile machen. Hier, steck gleich einige ein, damit du den Bogen ausprobieren kannst. Okay, cool. Wir werden hier so richtig gebufft. Ich glaube, eine Challenge liegt uns vor. Das ist nicht natürlich. Bogen, Fernkampfwaffe benötigt Pfeile. 10 Pfeile haben wir. Awesome. Okay, wie geht das jetzt? Bam! Zack, geht das. Viel Spaß noch mit deinem Bogen. Falls deine Pfeile alle sind, frag mich ruhig nach neu. Cool. Dann müssen wir ja jedes Mal hüpfen, ne? Es ist natürlich eine Möglichkeit, wo wir sterben könnten, aber es hatte gleich einen Speicherplatz. Aber ich denke, vorerst brauchen wir das gar nicht, weil für Fernkampf hätten wir auch unsere Zaubersprüche. Aber ey, coole Sache, dieses Ding. Dankeschön, Horgen. Ich sag Bro, mal einen Gruß oder so. Ey, da ist eine fette Stadt. Was ist das? Jelon, das muss also die große Feenstadt sein. Ey, Boy. Hier muss giftig sein. Hier ist irgendwie so eine Giftwolke, warum auch immer. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sind endlich an der großen Feenstadt. Ich meine, die richtig große. Jelon, I'm coming. Es ist immer noch Abend. Hey, hallo. Denk daran, dass du keine Flügel hast. Du solltest also nie über die Geländer springen. Um von einer Plattform auf die andere zu kommen, kannst du die Seilbahnen benutzen. Seilbahn? Man setzt sie in Bewegung, indem man gegen die blauen Glockenblumen schlägt. Okay. The fuck? Hey. Oh, sieh dir mal diese Scheiße an. Oh, Scheiße. Coole Sache. Wir sind hier aber auch gleich bei einem Gebäude. Soll ich nicht das Gebäude kurz mal durchsuchen? Hey. Hallo. Das ist irgendwie echt creepy. Jedes Mal, wenn man hier in ein Haus geht, ist es einfach still. Ah, gibt's hier was? Hey, Goldmünzen. Hauptsache mal, ich stehle als erstes in diesem neuen Dorf von irgendeiner Person. Aber, naja, sie scheint es ja nicht zu kümmern. Da niemand zu Hause ist und einfach die Haustür offen lässt. Nicht mein Problem. Ey, ein fetter Käfer.
Da kann ich sehr wahrscheinlich nicht runterspringen. Oder ich werde es nicht versuchen. Das ist mir zu riskant. Hey, gut. Wir haben es nach Zaelon geschafft. Nicht Zaelon. Wir sind in Yelon. Whatever. Ja. Was hier in dieser Stadt sich noch vor sich geht, das werden wir wohl in der nächsten Episode herausfinden. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und bis dann!